weiß nicht, ich glaube, zuletzt habe ich mir den hier geholt, den Mercedes. Ich glaube, ein 124er und 190er. Bin ich sicher. Ich hoffe, er gefällt euch. Guckt euch das mal an. Fette Flügel, schwarz, tiefer gelegt. Rote Felgen, yo, du kannst gehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Glück oder können bei der Swin. Wir spielen mal wieder eine Folge GTA Online. Jetzt erstmal ab in die Tuning-Werkstatt. Und ein Kundenfahrzeug tunen. Los geht's. Ja, geiles Auto, geiles Auto. Wir sind gleich da. Ab in die Tuning-Werkstatt. Kurz ein Fahrzeug für den Kunden tunen. Und dann ab zur Polizei. Das wird lustig heute. Keine Ahnung, wie lange das Video wird. Wenn ihr es bis zum Ende schaut, wäre ich echt stolz. Oder echt froh drüber. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Danke. Ich hatte sogar Platz da drin. Okay. So, mal gucken, was wir jetzt hier für einen Kundenauftrag haben. Ich würde sagen, irgendwo, also sollte ein Kundenauto. Hat sie mich jetzt verarscht? Hä? Wartet mal. Ach du Scheiße, nee, da wurde ein Auto ausgeliefert. Ah, okay. Mein Fehler. Okay, dann, kann auch Pizzabote sein. Auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, ab zur Polizei. Sorry, mein Fehler. Falscher Alarm. Ab zu der Polizei. Mal gucken, ob es den Modus überhaupt noch gibt, ob der zeitlich begrenzt war. Weil man konnte ja komischerweise für die Polizei arbeiten. Mal gucken, ob das noch geht. Ist das auf der Karte drauf? Okay, seht ihr das? Da hinten leuchtet es so komisch. Ist das die Polizeiwache, wo man den Auftrag machen kann? Ich weiß es nicht. Ich vermute es mal. Wir parken mal hier. Wir sind ein echt geiler Mercedes hier. Wie gesagt, entweder 190er, aber dafür fehlen die Lamellen hinten an der A, B, C Säule. Dann müsste eigentlich der 124 sein. W124, glaube ich. Der sah ja so ähnlich aus, nur ein Stück größer. Aber cool hier mit Mercedes-Stern. Naja, ist nice. Und raus hier. Da ist doch was. Da leuchtet was. Da gehen wir mal hin. Mal gucken, was der Polizist von uns will. Rücke, um den Clucking Bell-Überfall zu beginnen. Hä? Okay, machen das einfach mal. Mission, Schwarzgeldkasse, okay. Ah, jetzt beginnt's, jetzt beginnt's. Ah. Okay, okay, jetzt beginnt's. Your reputation for depravity and general aversion to the law, in all seriousness. Your countenance is quite discernible. And there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to meet you, my friend. Vincent, the LSPD's newest recruit. Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. Sehr vertrauenswürdig, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ein Neuankömmling hier und will uns jetzt. Also überhaupt, dass ein neuer Polizist uns jetzt undercover quasi einstellt, so sehe ich das jetzt. Ist sehr, sehr fragwürdig. Aber mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube nicht, aber. Genau gegenüber der Polizeiwache, kein Problem. Ja, das kotzt einen an. Yo, Effenberg. A copy. Worst last name ever, dude. I mean, Effen what? Anyway, when you got five, we all need some Effen coffee down here on Dix. And don't forget Effen cream and sugar. Copy that. Also er ist so klein, dass er Kaffee holen muss und essen. Yo, ist das real? Geschmierte Kopf. Okay. New cartel running a large-scale cocaine operation out of the Clucking Bell factory in Palito Bay. And being no doubt, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. Okay, das wäre natürlich heftig. The cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Ja, ich traue ihn trotzdem nicht. Ich traue Winston trotzdem nicht. Ist natürlich jetzt erstmal viel Kontext, ne? This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude.
Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. Okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Yes, baby. Okay, was sollen wir machen? Ich hab die Tasche oben. Wo muss ich hin? Mission startet schon. Ah, jetzt. Mehrere Standorte. Oh mein Gott, warum schaffe ich das alleine? Okay, okay, noch mehr Text. Gib dich oder Karte gucken. Du Geldwäsche. So, gib mal die Karte. Okay, wir haben 2 Points. Dann gehen wir doch erstmal zu Punkt A. Und denk mal, dass wir hier rumballern müssen. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, was er gesagt hat. Aber wir haben natürlich das richtige geile Auto dafür. Schwarz. Mercedes. Yes, wir sind hier im Real Gangster, die Real Gangster. Okay. Wo ist das? Okay, wir steigen mal aus, gucken uns mal um hier. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Waffe in die Hand nehmen sollte. Also hier ist ein Punkt. Ach, da hinten. Okay, dann würde ich sagen, wir schießen schon mal. Wo ist er? Okay, haben wir. Was müssen wir noch töten? Lad nach. Was müssen wir noch töten? Hey, Punkt A, wo muss ich denn hin? Muss ich aufs Dach? Ich habe echt keinen Plan. Nee. Wo muss ich, was muss ich da machen? Runter, nein, runter. Oh, GTA, du bist in manchen Punkten einfach nur verbuggtes Game, ey. Ich weiß, es kommt bald das neue. Ich glaube nicht ran. Ach, hier muss ich rein. Gut, dass die Markierung echt gut zu sehen war, ne? Ja, was denn nun? Rein oder? Boah. Ich darf nie vergessen, wie alt das Game ist. So, was jetzt? Wie? Ach, da ist einer. Oh Mann, ich bin gleich tot, ey. Ah, okay, was müssen wir jetzt machen? Hier leuchtet es irgendwo. Ah, wir waschen der Geldwäsche. Ja, natürlich. Klar, Geldwäsche. Ach so, ich muss auch noch. Ich muss A gedrücken mehrfach. Spam, ey, das gibt's ja nicht. Oh, weiter. Und, ey, wo kommst du denn her? Ab in die Glocken, so geht das. So, nachladen. Hier ist noch eine. Hier, ne? Ja, okay. Und wieder A Spam. Oh, das Spiel ist. Ich hoffe, dass das neu, wenn es rauskommt. Diese aus meiner Sicht Bugs nicht hat, dass es dann dreimal um irgendwas rumläuft. Oh mein Gott, ich müsste auch gleich eine Weste nehmen. Ich weiß, ich bin echt gut drin im Game. Sonst verrecke ich gleich. Das ist ein Game, ey. Wenn ihr mir zuschaut, bis hierhin, danke. Was ist das denn jetzt? Doch, gedrückt halten. Fahrzeug, GPS, Gesundheit, Munition, Panzerung, bitte Schwere. Und, nee, Munition reicht eigentlich noch, glaube ich. Hoffentlich Snacks. Komm, hau mal irgendwas rein. Ja, okay, sieht gut aus. Okay, Waffe ist nachgeladen. Ich hoffe, ja, okay. Und raus hier. Oh, und dann dieses Schleichen. Ey, man will doch rennen. Okay, okay, okay. Ab in die Eier, ja, so geht das. Das ist eine Eierkastration, ne? Ja, immer schön die Glocken rein hier.
So geht das. Nachladen. Nein, oh, Spiel. Ich drücke doch was ganz anderes, was du jetzt umsetzt. Ich raff's wirklich nicht. Nein, oh, und dann diese Schleichen. Hör doch. Ich hasse das in GTA. Ich habe die Waffe weggesteckt. Hallo. Alter, warum schleichst du denn? Ja, einsteigen und ab zum nächsten Point. Und auf mich wird natürlich schon wieder geschossen. Ich weiß nicht mehr, wo der nächste Point ist. Ich würde sagen, wir sehen uns kurz vorher wieder hier. Mal gucken, ob ich überlebe. Okay, wir sind gleich da, wir sind gleich da, ey. Ich habe, glaube ich, jemanden, der mich verfolgt. Hier vor mir überall sind Leute, die auf mich ballern. Und bis auf jetzt verstehe ich nicht, warum. Aber hier irgendwo ist der nächste Point, den wir ausrauben müssen. Denn dann gleich das Auto versuchen, gleich richtig hinzustellen. Dass wir auch am besten gleich wieder abhauen können. Ehrlich, habt ihr irgendwelche Komplexe? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Alter, warum sind die auf einmal so schwer zu töten? Ein Nachladen. Oh, Spiel, ich liebe das Game, ey. Yo, eine Armee. Lad nach! Wehe, die Waffe ist nicht geladen. Oh, ich bin auch gleich tot hier. Ich müsste eigentlich nur mal ein bisschen hochheilen. Mal gucken, ob ich das kann. Ich glaube, das kann ich während der Aktion nicht machen, ne? Und nachladen, nachladen. Nein, nicht ins Auto. Wo willst du denn hin? Okay, wir müssen hier, glaube ich, rein, oder? Mann, und dann dieses Schleichen. Spiel, schleich doch nicht. Selbst wenn du beschossen wirst, schleicht man nicht. Ja, sorry, es geht die GTA ein bisschen so verpackt. Nein, ich will Munition. Ich bin so. Ich will doch nur was auffüllen. Panzerung. Bevor ich gleich komplett tot bin. Lad nach. Du kannst den falschen Knopf dafür. Boah, kann, darf ich jetzt mal ganz kurz? Ja, da ist der Point. Ich will gerne mal ganz kurz Gesundheit, mindestens Panzerung nachfüllen. Mal ganz kurz irgendwas futtern, dass ich hier nicht ganz so auf dem der Felge laufe. Und natürlich ist alles, was ich hier machen kann, nichts, was mich wirklich hielt. Da hätten sie mal auch mal ein bisschen dran arbeiten können, dass sie so ein bisschen was. Okay, reicht. Nächster. Habe ich. Nachladen. Nachladen. Und rein da. Oh, Hilfe, ey. Gucken, wie viele Leute jetzt hier auf mich warten. Wo bin ich? Okay. Ich denke mal, wir haben kurz Zeit. Wo ist das Geld hier, ne? Ja. Boah, ich bin durchlöchert, Alter, wie ein Schweizer Käse. So, wenn ich hier ausräume, kommt gleich einer rein oder so. Ich weiß es nicht, ich raff's nicht. Ja, ich drücke auch, ich spamme sogar das Ding. Tippe, wiederholt. Ja, ich wiederhole ganz schnell. Dann hat eine Maschinenpistole. Nein, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich baller die doch um. Komm schon, ja. Ey, ernsthaft. Kurz Panzerung nachsetzen. Alter, jetzt mal ohne Scheiße, ihr wisst ja am Looten und das Spiel so, ja, das ist eine gute Idee, wenn du jetzt, Kollege, ich bin ein bisschen alt, wenn du jetzt von jemandem angegriffen wirst, das ist eine echt gute Idee. Weil das ist auch total, na gut, realistisch wäre schon, so ist es nicht. Aber das ist natürlich im Spiel, im Allein-Modus, die beste Idee, die du hast. Alleine, ich hoffe, dass das neue GTA auch rafft, wenn du alleine die Mission machst, denn die Missionen sind ja eigentlich, sind wir ganz ehrlich, für mindestens 2 bis 4 Leute ausgelegt. Und ich hoffe, dass das neue GTA dann auch mal rafft. Hey, ich bin nur eine Person, ich mache den Schwierigkeitsgrad anders. Weil das ist so oft, wo du dann denkst, das bräuchte ich jetzt, ne? Das gibt's nicht. Okay, hier wieder raus. Ne, warte, hier ist noch eine. Hä? Leuchtet noch was? Ach, hier sind 3. Bei den anderen waren nur 2. Kein Problem. Nehmen wir mit. Oh, ich bin der beste GTA-Spieler. Nein, bin ich nicht. Aber ich hatte Bock auf mindestens diese Mission. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, lasst ein Abo da, schaut, kommt rein, wie die Glocke, like das Video. Guck mal, wie schnell ich das Geld hier einsammle. So schnell wie ich spreche, Double Time hier. Guck mal hier, bam und weg hier. Dann bestimmt gleich wieder beschossen. Oh, dann immer diese kurzen Ladepausen. Wo komme ich rein? Hier, ne? Ja, das nervt einfach. Warum ist hier ein weißer Punkt? Ah, hier. Haben wir gleich 100 Millionen Soldaten gegen uns. Ah, komm. Ist nicht schlimm. Wenn du rennen würdest, dann könnte ich zum Auto rennen, weil dafür habe ich extra so geparkt. Zack, rein. Und wo müssen wir jetzt hin? Okay, das wird markiert. Habe ich das gemacht oder hat jemand auf mich geschossen? Oh, ich liebe den Mercedes. Ich hab keine Ahnung, was der sagt, aber ein paar Monate neues, keine Ahnung. Mein armer Benz.
Okay, jetzt müssen wir hier mal ganz schnell sein. Ich glaube, wir fahren jetzt zur Polizeizentrale wieder, kann das sein? Ich hoffe, dann werden wir auch nicht mehr beschossen. Leider, ich lese, was er sagt. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich konzentriere mich ein bisschen auf das Fahren. Yes, baby. Fahre ich denn hin zur Hölle? Ist das Polizeirevier? Nee. Bring ich denn das gestohlene Geld hin? Helfe ich Vincent reich zu werden, weil er kein Kaufhauskopf mehr sein will? Oder gehen wir wirklich gegen seine korrupten Kollegen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch der Weg zum Polizeirevier. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe einigermaßen schnelles Auto. Bring das Bargeld Vincents Unterschlupf in seinen Unterschlupf. Naja, ich will ja beinahe sagen, er ist korrupt. Und ich arbeite gerade für ihn. Ich weiß es nicht. So, jetzt ist die Frage, ob ich gleich den hinter mir loswerden muss oder ob es reicht, wenn ich auf die gelbe Fläche fahre. Oh, eins weiter. Ein Officer? Nicht richtig? Achso. Haben wir es geschafft, ja, ne? Yes, baby. Jetzt sehe ich nicht mal mehr Untertext. Das ist doch keiner, was der sagt. Okay, wir haben bestanden. Mission bestanden. Yes, das im Singleplayer. Ja, 15 JP. Und RP 2744. Nein. Wow. Okay, das war unser erster Tag als Polizist. Yo, oder Undercover-Bulle. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, schreibt es Kommentare, wie die Glocke. Dann gibt es natürlich nochmal ein Video, wo wir eine andere Mission von Vincent machen oder wir wieder als Kopfgeld wieder unterwegs sind. Kopfgeldjäger. Jetzt hier unser wunderschöner Mercedes. Ich denke mal schon, das ist der W124, wenn ich mich nicht irre. Wenn ja, schreibt es in die Beschreibung. Weil der 190er war ein Tick kleiner und hatte hier so an der C-Säule so Lufteinlässe oder Auslässe. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, abonnieren. Aber ja, jetzt haben wir noch ein paar Informationen bekommen, was wir schon nicht wussten. Wir haben $95 gemacht. Alter Schwede. Hat sich gelohnt, die ganzen Leute umzuballern. Die hatten echt viel in ihren Brieftaschen, ich meine in den Hosentaschen. Okay, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefällt, abonnieren, liken, kommentieren. Nicht vergessen, wir fahren jetzt mit unseren geilen Bands in den Sonnenuntergang. Ich, euer P. Glück oder Köln, bin hier mit raus. Peace out. Oh, oh, wow. Ja, ist geile Ansicht. Wunderschöner Arsch.